Hallo, in diesem Video nur ein kleiner Programmtipp, aber trotzdem für die meisten wahrscheinlich durchaus ganz sinnvoll. Und zwar folgendes Problem. Wir haben ein ISO und das brennen wir auf einen USB-Stick oder auf eine CD, respektive DVD. Was machen Sie mit zwei ISOs? Zwei Sticks benutzen oder zwei CDs? Bei zwei CDs geht es noch relativ einfach, bei Sticks wird schon schwieriger. XBoot ist die Lösung. Wir starten also unseren Standard-Webbrowser, befragen unsere Standard-Suchmaschine nach XBoot. Ganz neu das Programm, insoweit derzeit noch ein bisschen schwer versteckt, unter bootland.net. Link ist allerdings auch in der Beschreibung. Version 1.0.0 Beta 3, deswegen wirklich noch ganz neu. Hier finden wir XBoot zum Download und was wir ebenfalls brauchen, ist das NetFramework in der Fassung 4.0. Für den Fall der Fälle, dass Sie das NetFramework Version 4 nicht haben, kriegen Sie hier ebenfalls den Link, ansonsten hier Beta 3. Also das Ganze runtergeladen, ausgepackt und gestartet, habe ich jetzt hier schon getan, deswegen habe ich hier schon direkt den Link auf dem Desktop. Also Doppelklick drauf, ausführen. Wird das Programm gestartet, super einfach im Handling. Einfach, hier steht Drag and Drop ISO-Files in Box Given Below. Also einfach hier reinfallen lassen oder einfach da reinfallen lassen. Das ganze Formular ist ein bisschen größer als meine Bildschirmauflösung. Wir verpassen jetzt in diesem Fall allerdings nicht so viel. Hier unter dem Create ISO Button ist noch die Möglichkeit Create USB. Das heißt, Sie müssen es am Ende nicht auf eine CD-ROM brennen, beziehungsweise als ISO erstellen. Aber, wie Sie spätestens aus einem anderen Video von Simple Video kennen, jedes ISO kann man auch auf einen USB-Stick brennen. Das heißt, theoretisch wäre es auch möglich, Create ISO und den nachher auf den USB-Stick brennen. So, ich habe mir jetzt mal hier ein paar ISOs besorgt. Einmal AVG Antivirus CD. Lassen wir also einfach da reinfallen, wird automatisch erkannt, dann ist alles im grünen Bereich, dann wird es auch definitiv funktionieren. So, DBAN, ein Programm zum Plätten der Festplatte, das wird jetzt zum Beispiel nicht erkannt. Da müssen wir dann hier über das Pull-Down-Menü feststellen, was passt denn. Wenn es nun wirklich nirgendwo reinpasst, dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze in ein Extra-Menü zu schieben. Dann gibt es allerdings keine absolute Gewissheit mehr, dass es auch funktioniert. Wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber wie gesagt, Beta 3, da gibt es auch sicher noch einige, die dann noch nicht so super funktionieren. Am Ende, wenn wir Extras ausgewählt haben, Add this file, und jetzt haben wir hier schon beide drin. Rechts wird uns hier die Größe des derzeitigen Image angezeigt, also nachdem wir das Ganze dann zusammengepackt haben. Wir können natürlich auch hier wieder einzelne Images entfernen. Machen wir also weiter. Gparted nehme ich noch dazu, wird auch nicht erkannt. Und Partition Magic nehmen wir auch noch dazu, das wird allerdings direkt erkannt. Nachdem das also alles abgeschlossen ist, einfach hier auf den Create ISO Button klicken, dauert einen Moment. Nachdem das Ganze abgeschlossen ist, kriegen wir hier direkt die Erfolgsmeldung. Wir wissen, wo das ISO liegt und wir können es direkt hier testen. Klicken wir einfach mal auf Ja, soll also direkt getestet werden. Da sehen wir dann, dass wir nach dem Booten unserer ISO ein Bootmenü bekommen. Können wir uns mit der Pfeil runter und Pfeil rauf Taste durchnavigieren. Wenn ich jetzt hier mal in die Kategorie Antivirus gehe, klicken wir da mal rein. So, dann kriege ich hier AVG Antivirus, das hatten wir ja auch installiert. Main Menu bringt mich wieder zurück. Linux, was war jetzt hier drin? Parted Magic war hier drin. Dann haben wir im Extras Menü, da haben wir DBAN. Gut. Ich werde das natürlich jetzt hier nicht starten. Ich habe das ebenfalls noch als DVD gebrannt. Die liegt jetzt im Laufwerk dieses Rechners drin. Das heißt, ich werde den Rechner einfach komplett neu starten. Jetzt muss ich da allerdings erstmal wieder rauskommen. So, dann können wir das nämlich jetzt hier beenden. Neu starten.
So, CD-ROM-Drive auswählen. Und jetzt haben wir hier genau das gleiche Menü. Ebenfalls wieder mit den Pfeiltasten. Starten wir mal AVG Antivirus. Und von hier an sind wir ganz normal im ISO des AVG. Nachdem das gestartet ist, werden wir hier direkt gefragt, ob wir updaten wollen. Das überspringe ich jetzt einfach mal. So, dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Scan Volumes. Standardeinstellung übernehme ich jetzt einfach mal. Und schon geht das Ganze los. Also super einfach das Ganze und auch durchaus super sinnvoll. Insoweit alles okay. Okay.